So ein riesiger Turm, wo oben ein Helm drauf ist. Der lebt! Jetzt haben wir auch wieder diesen Rundumblick. Wir haben hier irgendeinen Turm. Kann man auch einmal drumherum rennen. Vielleicht ist hier ja was Geheimes. Auf jeden Fall ist hier eine Kiste. Und ich würde sagen, wir rennen einfach mal hier hoch. Und das hier erinnert mich jetzt an ein Browser-Game, was ich früher gespielt habe. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber auch irgendwas mit Blocks oder so. Und da hatte man so einen riesigen Turm. Der war irgendwie am Anfang aus Holz, dann aus Stein und dann irgendwie aus Eis oder so. Und da war man so ein Würfel und dann ist man immer so als Würfel so diesen Turm hochgeklettert. Aber ich weiß echt nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Aber das erinnert mich jetzt gerade daran. Irgendwie erinnert mich dieses Spiel an voll viele Spiele. Das ist voll lustig. Und warum ist hier mitten in der Großstadt, oh mein Gott, das war echt knapp, so ein riesiger Turm, wo oben ein Helm drauf ist. Der lebt! Du lebst! Kenny, is that you? Oh, mighty Gearwheel. And I thought I would never see a living robot again. But how is it that you are still working? Solar cells? Why, of course. You must be the only remaining robot with such remarkable archaic modules. Well, 54 years have passed since that dark day, but I remember it as if it were yesterday. Everyone was going about their business when the great black wings appeared in the sky. The black wings of a dragon. Yes, yes, a real dragon. It was a vicious and relentless beast. It landed on the tower, clasped its claws around the crystal, and crushed it. The crystal's enormous energy was released in a brilliant flash, and all life in our city stopped. And I am the one to blame. Yes, it is all my fault. After all, I was the watchman, and it was my duty to protect the crystal. But I failed. I myself can still move only because I am close to its ruins. Until now, I thought that I survived only as a punishment for my guilt. But now, I see that together we have a chance to make everything right. After the crystal had been destroyed, 4 or 5 beams from the power sources are indeed broken. But the last, to the north, miraculously remains undamaged. If you could manage to start the standby generator in the basement, perhaps I could activate the teleport to the northern lands. Take my stick. It is the key to the basement. Alles klar. Wir sollen jetzt hier in den Keller gehen. Ich denke mal, dass das hier ist. Und er nimmt jetzt diesen Stock und macht damit den Kellereingang auf. Und jetzt sollen wir tatsächlich hier in den Keller gehen. Was ich ja eigentlich nicht so toll finde. Oh mein Gott! Spiel! Alter, das Spiel, ne? Das soll mich nicht so erschrecken. Hier, das ist doch... Kann man doch kaputt machen hier. Boah, bin ich gut. Ich habe Angst, dass hier so eine Spinne kommt. Errungenschaft, das war ein Unfall. Das ist, ich mag das Spiel jetzt schon irgendwie, das ist toll. Weil irgendwie alles ist selbsterklärend. Man muss irgendwelche komischen, komplizierten Regeln auswendig lernen oder so. Das ist gut. Da ist ein Schlüssel! Aber ich war noch gar nicht oben fertig. Ich hoffe, ich kann wieder irgendwie nach oben. Ja, reparieren muss ich mich eigentlich nicht. Mir geht es ja eigentlich gut. Aber wahrscheinlich muss ich da trotzdem lang an dem Reparaturteil. Ich hoffe, ich kann da irgendwie außen rum gehen. Kann ich eigentlich auch die Gegner mit so einem Passo totschlagen?
Das wäre mal interessant zu wissen. Ich wollte eigentlich noch oben wieder hin. Bin ich jetzt wieder oben? Ich glaube, ich gehe jetzt wieder nach oben. Tatsache. So. Wo sind wir denn hier? Ist das der Generator? Wir haben eine Batterie. Ist einfach gut. Die nehmen wir erstmal. Ich glaube, das müsste hiermit ja auch gehen, das kaputt zu machen. Genau. Oh, da ist eine Uhr. Was bringt die Uhr? Frühaufsteher, Errungenschaft. Was bringt mir die Uhr? Ich weiß nicht, was mir die Uhr bringt. Oh, da muss die Batterie rein. Wo haben wir denn die Batterie? Ach, da hinten. Die muss da vorne rein, wo dieses Teil hier ist. Das sieht mir aus wie so ein Wasserboiler eigentlich, ehrlich gesagt. Geht das hier nicht rein? Ich dachte, man kann das da reinmachen. Na, probieren wir es erstmal hier weiter. Oh, hallo. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, man muss die Batterie reinmachen. Na, wir gucken mal runter. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay, dann gucken wir erstmal, was ist das hier? Bergbaugeselle, Achievement. Wir haben hier tatsächlich eine Tür geöffnet. Ich weiß aber nicht, wofür jetzt die Batterie sein sollte mit dem anderen. Das war irgendwie ein bisschen mysteriös. Hier ist noch was zum Reparieren, das brauchen wir ja nicht. Die Musik ist so gruselig, ey. Sehr gut. Was haben wir hier noch Schönes? 40. Haben wir doch 40. Wir haben es geschafft. 0 and 1. Canning, you started the generator. No one knows what happened to the power stations in the provinces. Everything must have been completely eaten with rust there. But if we were able to repair those beams and focus them in the tower once again, we would have a chance to grow a new great crystal. You are a real robot, Canny. If only I had been as brave that day. I will wait for your radio signal here, and good luck, my friend. Warum kommt er nicht mit? Und da verschwinden wir auch schon im Portal. Although Canny was a robot, he did not trust teleports too much. And though he seemed calm on the outside, deep inside he was afraid. However, dimensional transport of matter went off without a hitch. The northern province appeared to be a desolate but beautiful place. For a moment, Canny even forgot why he had come here. When suddenly... he falls down. Ich habe seinen Satz beendet. Kapitel 3. Niemandsland. Keine Mission? Keine Mission. Das ist sehr schön. Das Problem ist nur, ich habe jetzt nur noch 2 GB Platz auf der Festplatte. Deswegen muss ich gleich mal die andere Festplatte auswählen, um weiter aufnehmen zu können. Deswegen machen wir einen kleinen Aufnahme-Stop, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn es euch gefallen hat, das waren jetzt die ersten 3 Folgen von Scrap Garden. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall mit einer Bewertung, mit einem Kommentar und eventuell auch mit einem Abo, damit ihr keins der Videos von Scrap Garden verpasst, wissen. Und dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr auch wieder zur nächsten Folge einschaltet. Wenn es wieder heißt, Let's Play Scrap Garden mit dem kleinen süßen Kenny, der hier ist. Und mir, die Erdbeertante. Und dann bin ich raus und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video.